Hallo, ich bin Jutta aus der Grafschaft Bentheim und ich zeige euch heute, wie ich einen Hackbraten mache. Und zwar ist er ein bisschen anders. Der wird mit Quark gemacht, also gesünder, würde ich sagen. Dafür nehme ich 500 Gramm Hackfleisch. Dazu kommen dann 250 Gramm Quark. Statt Paniermehl nehme ich Haferflocken. Dazu kommen dann noch Zwiebeln, kleingeschnitten, frisch gehackte Petersilie, etwas Senf für den leckeren Geschmack, ein Ei, damit alles schön gebunden wird, und dann noch ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer. Und ein bisschen Paprika. So, und dann wird das Ganze verrührt. Und da das am einfachsten ist, nimmt man die Hände. Einfach alles ordentlich durchkneten. So sieht er aus. Und jetzt kann man entweder einen großen, oder ich nehme eigentlich immer lieber zwei kleine Laibe. So, und schon sind die Vorbereitungen fertig. Jetzt kommt das Ganze in den Backofen für 50 bis 60 Minuten, je nach Backofen. Und dann schauen wir nachher, wie er aussieht. So, der Hackbraten war jetzt ungefähr 45 Minuten im Backofen. Und jetzt gucken wir mal, wie er aussieht. Ich würde sagen, er sieht gut aus. Dann gucken wir mal rein. Perfekt. Ist ein bisschen heller, als wenn man normalen Hackbraten hat, aber das liegt eben auch an dem Quark. Aber ansonsten würde ich sagen, kann man so essen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit. Tschüss!